Alter. Da fuck. Zwei Schläge und ich war tot. Haben wir noch eine andere Waffe mit? Hier, Oma. Was ist denn hier los? Erzähl doch mal. Mann, guck die nicht so lange an, die ist blind. Aber die guckt mich immer an. Alter. Da steht einer, wolltest du sagen? Nein, da liegt, was soll ich sagen, aber war nicht. Soll ich mal hier so ein Ding nehmen? Hm. Nom nom nom. Jetzt überleben wir es bestimmt. Daniel, streng dich mal an. Ja. Ey, was denn? Das Vieh kam so auf mich zugejumpt. Jump, jump, everybody jump, jump. Ha! Insta-Headshot! Ich bin so ein Tier. Ja, das macht mir keine Angst. Ich muss nur einmal sterben, damit ich weiß, was hier kommt. Lass mich raten, ich muss nach oben. Wollen wir hier nochmal reingucken? Der Polizist. Oh, der liegt da. Oh, du darfst ihn anfassen. Oh. Du musst ihn nicht anfassen. Prove you're a real man. Stick your hand down this pig's throat. Ihhh, wie widerlich man sein kann. Nee. Mm. So eine Scheiße. Kann ich den auch am Bein krabbeln? Ich kann, aber nicht. Kann ich's jetzt? Ach, nein. Doch. Eine neue Art des Fistings. Das ist der Schlangenschlüssel, jawohl. War geil, oder? War es für dich auch so geil wie für mich? So, noch einer ohne Fahrschein? Ja, er noch. So. Merke auf Entfernung, keine Shotgun. Ja. Oh! Geh mal aus dem Weg hier. Digga! So. Vielleicht haben sich hier noch irgendwelche Sachen. Nee, nicht. Ne? Hätte ja sein können. Lecker, lecker. Ich will den Arm nehmen. Da. Vor allen Dingen, da sind übelst die Nägel dran. Ne? Wie soll man den in die Hosentasche stecken? Ich liebe enge, winklige Gänge. Da, wo man möglichst nicht sieht, was kommt und wo man nicht ausweichen kann. Guck doch mal auf der Karte, wo wir jetzt sind. Ja. Wir gehen hoch. In der Werkstatt waren wir auch noch nicht drin. Ja, weil da auch ein Schlangenschlüssel war. Nee, das war eine andere Tür, die war von außen verriegelt, glaube ich. Hier waren wir aber schon, wir haben das schon aufgemacht. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ich frage mich sowieso, wie die Oma hier runtergekommen ist, wo es hier doch keine Behindertenrampe gibt. Ist mit runtergejumpt? Hier läuft jemand. Ja, hier rechts, ne? Könnte aber auch die Wand sein, die arbeitet. Sind wir hier durchgekommen? Oh. Kommst nicht durch, oder was?
Schon wieder so ein hässliches Mistvieh. Kannst du nicht einfach so schießen? Hier durch? Durch die Wand? Wenn es da ist. Ja, dafür müsste ich es zertreffen. Was passiert? Ist er tot? Oh, wir haben ihn getürt, oder? Wir haben ihn getürt. Wie geil war das denn? Aber ich noch eins. Lebt noch. Lebt noch. Lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir's. Oh, ah, Marius, das war hier echter Partykeller, ohne Scheiß. Weißt du warum? Weil wir hier 50 Schuss schon verholzt haben. Da war er doch dabei. Stimmt, da war er dabei. Ja. Und hier kommen wir nicht rein. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas freischalten müssen. Aber fand ich gut, dass das Schrödingers Tür war. Schön mit der Tür tot gemacht. Das war richtig gut. Da, 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 wo sind wir hier? Sag mal, müsst ihr nicht irgendwo eine Treppe sein, die nach oben führt? Ja, du bist jetzt in den anderen Raum gegangen. Wir laufen gerade zurück. Oh. Ich bin blöde. Wieso denn? Na, hier ist doch die Treppe, die geht doch hoch, oder nicht? Ja. Da bin ich aber gerade vorbeigelaufen, aus irgendeinem Grund. Na, weil... Ah. Mal gucken, ob die Oma jetzt hier wieder irgendwo ist. Ich habe eine Karte. Achso, ja, ich habe eine Karte, wo ich raufgucken kann. Das wäre ja langweilig. Ich habe übelst viel FPS. Hatte ich das vorher auch schon? Speichern! Müsst doch auf Ja drücken. Klick, 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 klick. So. Haben wir hier noch irgendwas? Wir könnten ja jetzt eigentlich mal den Krähenschlüssel. Brauchen wir den noch? Wir könnten auch eigentlich mal Spaltmittel irgendwas herstellen, oder? Na, das hilft ja nur, Sachen zu trennen. Achso. Aber wir können den Festbrennstoff mal weglegen, weil wir haben eh nichts zum Craften gerade. Und ich weiß nicht, ob wir das Rad noch brauchen. Und hier drüben ist da nichts weiter, das ne? Das ist der Schlammschlüssel, den du da hast. Ja, den habe ich ja noch nicht. Da ist er automatisch drauf gesprungen. Alles gut, ich weiß, was ich tue. Guck mal, du bist schon wieder zur Hälfte nicht sichtbar. Mann, weil ich mich nicht anlehnen kann. Doch, an meiner starken Schulter. Nee. Nee, das möchte ich nicht. Waren wir schon dran? Nein, wir müssen... Wir müssen doch aber... Du kannst aber auch... Da ist noch ein Raum. Ach so, ja, stimmt. Hier ist noch ein Raum gewesen und oben war einer, ne? Wir müssen einfach nur auf die Karte gucken, wie Marius gesagt hat. Waren wir da eigentlich schon drin? Das sind Krähenschlüssel, oder? Ja. Nö. Also hier rechts. Hier ist übrigens die eine Kiste, die wir noch nicht aufgemacht haben, ne? Ja, jetzt haben wir eh Kind Dietrich. Ja. Ganz schön blöd, dass wir nicht in der Vorratskammer waren. Und da ist doch der... Ja. Hier ist der Granatwerfer drin, scheiße. Schön. Schön, schön. Und nochmal Festbrennstoff, na, top. Können wir nochmal zurückgehen. Nicht genug Platz für Shit. Da müssen wir nochmal zurück. Wir müssen wohl nochmal zurücklaufen, ja. War ja jetzt nicht so weit. Gucken wir nochmal, was es hier noch gibt. War nicht so viel, ne? Schießpulver. Damit können wir Pistolenmunition herstellen. Die Frage ist, was legen wir dann weg? Dinge, die man aufheben sollte. Fusseln, Altmetall, 18 alte Speicherstände, die man bestimmt nochmal lädt. Und Bauchnabelfusseln. Ja.
Josi hat es nochmal konkretisiert. Ich sehe keine Partyhüte. Ja. Ich würde dann einfach mal den Krähenschlüssel abgeben. Weil den brauchen wir gewitzterweise scheinbar nicht mehr. Am nervigsten ist eigentlich, dass die Wände hier permanent am Rummauscheln sind. Das ist fast wie so ein Anne Frank-Haus. So. Das habe ich gesagt, Krähenschlüssel. Nein, das nicht. Festbrennstoff. Ja. So, wir brauchen ja auch noch die Flammengranaten. Ansonsten können wir das Ding gar nicht laden. Ich würde das Rad jetzt einfach rüberpacken. Ja. Achso, wir können ja übrigens eh keine Munition herstellen, weil uns fehlt das gelbe Zeug dafür. Hauptsache nur Waffen mit rumschleppen. Den Löffel kannst du auch abgeben. Den Löffel kannst. Ja, danke, Josi, für diesen qualifizierten Kommentar. Wir haben ja schon den Löffel einmal abgegeben. Ja. Müsstet ihr eigentlich einen trinken? Apropos trinken. Ich muss mir mal einen Radler aufmachen, weil ich keine Maske mehr habe. Oh, sorry. Prost. Product Placement, ja, aber das sagt man nur, wenn man. Oh, dass das übelst gut schmeckt. So. Warum haben wir eigentlich nur zwei freie Slots jetzt gekriegt? Ach, egal. Mir fehlt immer eine Hälfte vom Gesicht. Ja. Weil das Licht dich so beleuchtet. So. Das. Das. Und das bringt uns nichts, ne? Nein, weil wir die Flüssigkeit nicht haben. No. So, jetzt haben wir noch einen freien Slot. Ich würde das Schießpulver erstmal irgendwo anders hinpacken oder wenn wir es mitschleppen. Nee. Und dann, oh, eine Chemikalie, aber ich würde wahrscheinlich erstmal Heilmittel herstellen das nächste Mal. Ja. Ich kann erstmal. Das geht nicht. Klar geht das. Alter, bei dem Ding hätte ich Angst, dass mir das in der Hand explodiert. Ohne Scheiß. Das ist ja wirklich. Aber warum hältst du das jetzt in der Hand? So. Hier durch und dann nach oben, ne? Oder wo war hier noch? Die war doch nur oben. Ach, da. Warum backt denn das so? Das sieht mehr aus wie einer. Aus. Der wie kommt runter. Ja, grüß dich. So, du auch? Oh. Kein Ding. So, und wenn du jetzt da hochgehst? Ja, da hinten war die Schlangentür. Und da. Ach so, hier links war auch noch einer, ne? Ja. Könnt ihr auch einfach auf die Karte gucken. Da ist ein ins Kinderzimmer. So, wo wollen wir zuerst hin? Ich würde erstmal sagen, naja, aber Kinderzimmer könnte auch sein Zimmer sein, oder? Na, meinst du? Dafür ist es doch viel zu groß. Nein, geh erstmal ins Kinderzimmer, Schlafzimmer der Eltern will ich noch nicht hin. Ja, da sehen wir bestimmt Dinge, die wir nicht sehen möchten. Penis. Alter, was hier passiert? Das war vorher nicht. Ja, weil die Viecher ja durch die Gegend gewurschtelt sind, glaube ich. Weißt du, er braucht für alles seine Hände, außer für Türen aufschließen, das geht so. Oh, hier ist ja ganz schick eigentlich. Komm, hier machen wir mal die Tür zu. Hier machen wir mal die Tür zu. Hier machen wir. Es geht nicht. Ich glaub's nicht. Ein Raum mit einer Lichtquelle sogar. Mann, hör auf. Oh, es ist kaputt. Ja, und gleich macht es trotzdem einen Ton. Da liegt ein Tagebuch. Möchtest du vorlesen oder soll ich vorlesen? Du. April, bin mit Mami zum Krankenhaus in die Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht.
Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft mit 259 Teilen. Das ist ein blödes Puzzle. Ja. April, doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. April, ich habe Oliver angelogen, habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf den Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult, lass mich raus, Lukas. Also doch, der Junge. Ja, der jetzt erwachsen ist? Ja. April, ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Hab sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie sie nie finden. Das heißt, wir müssen sie finden. Sehr gut. Ist wahrscheinlich die Trophäe. Nee, ist ja nicht vom Erfinderwettbewerb. Oh, Mordtrophäen bitte. Naja, aber vielleicht finden wir die dann. Naja, müssen wir ja. Na, vielleicht stehen da Hinweise. Amateur-Robotermeisterschaft 98. Würde mich wundern, wenn wir sie einfach so finden. Zweiter Platz, dritter Junioren-Erfinderwettbewerb. Er ist gar nicht mal so blöde im Schädel, ne? Der hat sich bestimmt auch das alles ausgedacht. Ja. Dritter Platz, der wurde immer schlechter. Na gut, dann kann er nicht so schlau sein. Oh, mein Fuß. Das habe ich gut knacken gehört. Hui. Das sehen aus wie kleine... Ich sag's nicht. Ich spiel einfach weiter. Gebärmuttasse? Ja, ich mir auch gerade gedacht. Wenigstens hat der Junge noch Pistolenmunition im Schrank. Schön. Schön, schön. Das sind die Pillen, die wir brauchen zur Herstellung. Ja, dann guck doch gleich mal. Ja, aber wir haben immer noch nicht... Oh. Dead Shit Inventar, aber so... Ja, aber dann nimm doch die Pillen und dann sehen wir vielleicht mehr einfach. Nee, ich muss die erstmal herstellen. Die Pillen sind ja nur der Grundstoff. Nee, die so. Können wir gleich so nehmen. Echt? Ja. Nahrungsmittelpillen müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Also ich glaube nicht, dass wir die so nehmen können. Nee, geht nicht. Aber ich habe ja gerade die Pistole nachgeladen. Deswegen haben wir ein bisschen mehr Platz. Ohne Urne. Ein Dietrich, na schön. Hast du ihn genommen? Ja, wir haben jetzt wieder keinen Platz. Die Fernbedienung, oder? Wow. Achso, das ist ja auch eine Trophäe. Ich habe gedacht, das ist einfach nur ein scheiß Lampenschirm. Achso, wir können ja auch blocken, ne? Könnte ich auch mal machen. April, Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Na toll. Warum ist er so ein Trottel? Ey? Warum Mai. Liegt da Schminke auf dem Tisch? Es stinkt total. Es ist so ein seltsamer Saft. Und so ein seltsamer Safttropf von der Decke. Wie auch immer, weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Geil. Josi hat gerade ein Raptorengeräusch gemacht. Ja, kein erster Platz, ne? Oh, das wollte ich gar nicht. Guck mal, der Spiegel ist gesprungen. Wahrscheinlich, weil er in den Spiegel geguckt Vielleicht hat. Vielleicht war er mal ein Mädchen. Vielleicht. Oh. Besteck, cool. So, geh mal hoch. Vielleicht ist er hier. Wie heißt er? Ja, wir gehen mal hoch. Was soll schon passieren, ne? Achso, ich habe die Pistole noch. Warum habe ich eigentlich die Pistole in der Hand, obwohl ich das Messer... Eigentlich ein geiler Bug. Wie ich jetzt schieße, hat er bestimmt dann das Messer in der Hand. Ich kann mich leider nicht... Jetzt ging die Tür zu. Ja, ich kann mich leider nicht umdrehen. Oh, nee. Ich habe leider keinen Platz, das aufzunehmen. Ach, Mann, scheiße. Ich wollte das sehen. Können wir ja gleich. Es gibt eine Axt. Spielzeug. Flintenattrappe. Oh. Das klingt wieder nach jeder Menge Rätsel. Renovierungsvertrag. Kunde Jack Baker. Jack. Auftragnehmer Trevor und Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum 10. November 1992 bis 30. November 1992. Umfang Installation von schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Weißt du, die Bude sieht aus wie Scheiße. Und die bauen sich ohne scheiß Tür ein, oder was? Ah. Oh, hier ist noch der Weihnachtsbaum. Schön.
Theoretisch Wo ist denn der Junge? müsste eigentlich schlichtweg verfault sein.